Gucken, was uns da erwartet. Oh mein Gott, ich sehe sehr viel Pink. Diese tolle Aussicht gehört ganz allein mir. Ich trete dich gleich von deiner Wolke. Mich in den Sack und nenn mich Schlacki. Wieso? Wieso muss ich gerade an diese eine One Piece Folge denken? An dieser Schneeinsel. Ja. Jeder Roadie weiß, Ja, wovon doch ich mit den spreche. Kirschblüten. Ganz genau. Ey, Ja. Alter, Nintendo hat sich voll an One Piece orientiert, Alter, ihr Schweine. Ja, Ja, das verstehe ich nicht. ich hab eure miesen Tricks durchschaut, Nintendo. Wenn das Keanu Oh, wenn wüsste. der das wüsste, Alter, der würde das Spiel sofort boykottieren. So, wir sind im Wolkengebirge angekommen. Am Gipfel sollte es einen Königssamen geben. Und er wird sich fragen, was es heute zu essen gibt. Brrr, das wird keine einfache Reise für mich. Mir wird doch so schnell kalt. Ach ja, nicht vergessen, dass du dich jederzeit orientieren kannst, indem du die L-Taste drückst. So, jetzt aber los. Aber man muss schon sagen, das sieht schon irgendwie geil aus. Ja, wenn ich das von hier aus Das ist ansehe, irgendwie, ich glaube, ich das ist hab irgendwie da so ein. wirklich. Es hat auf mich irgendwie so ein Mix aus Schnee und Wolkenwelt. Okay. Ja, für mir gehandelt. Sie haben sehr viel Mühe gegeben mit der Weltendesign 1a. Sie haben sich sehr viel Mühe gegeben, alles aus anderen Animes abzugucken. Oder so. Hier ist es so kalt. Hallo Prinz Florian. Willkommen im Wölkchengebirge, wo mutige Wanderer sich bis in die schwindelig erregenden Höhen wagen. Am Gipfel ist es besonders schön, der perfekte Ort, um laut ins Tal zu rufen. Das gibt ein tolles Echo. Oder eine Lawine. Oder eine Lawine. Das gibt eine schöne Lawine und alle werden sterben. Leider treibt sich im Moment dieser Unruhestifter dort herum, also sollte man den Gipfel besser meiden. Wir sind verzweifelt. Bitte befreit unseren Berg. Ich gebe euch auch diese Wundersamen. Bitte, bitte. Lass mich doch bitte, bitte. Nicht mit uns. Natürlich helfen wir. Ich wollte gerade sagen, ey, der hat jetzt keinen Bock, hier weiterzumachen oder was. Bestimmt ist es wieder dieser Bowser Jr., der überall sein Unwesen treibt. Klettern wir bis hoch zum Gipfel und holen wir uns diesen Berg zurück. Und den Königssamen auch. Willst du dir bitte einen Berg zurückholen? Ey, das Ding ist doch festgewachsen. Falls sich ein Berg überhaupt irgendwie festwachsen kann. Das ist ein Klumpen Erde, ein Klumpen Gesteinsbrocken oder so. Irgendwie sind die entstanden, aber fragt mich nicht wie. Ich habe in der Zeitpunkt, in dem sie entstanden sind, nicht gelebt. So, jetzt haben wir freie Auswahl. Da haben wir einmal Rutschpartie im Platzdartal, okay. Platzdar! Tausendschlängler im tiefen Schnee. Uff, Klimmsprung das wird 2. lustig. Das Oh wird Gott, das ist ein lustig. 4-Sterne-Level. Wollen wir uns hier jetzt schon gleich ein 4-Sterne-Level geben? Es ist ein Abzeichen, Yes. also. Sollen wir es wagen? Natürlich wollen wir es wagen. Komm Leute, 3, 2, 1, let's go. Das ist ein wahrscheinlich ein 100% Let's Play. Da müssen wir dann so oder so ran. Abzeichen Tets. Klimmsprung. Springe gegen eine Wand und drücke den B-Knopf, um einmal direkt nach oben zu springen. Okay. Ist das nicht irgendwie schon so eine Fähigkeit, die wir schon haben, oder irre ich mich da? Ja. Ist doch eine Fähigkeit, die haben wir doch schon. Ja, aber das ist wahrscheinlich jetzt nur ein fortgeschrittener Test, also. Ich komme nicht hoch. Komm schon. Ja. Okay. Oh. Aber ich will die Münze da haben. Zack. Jo. Zack. Yeah. Ich hab sie. Alter. Alter. Du musst das halt so umdenken irgendwie. Manchmal. So ganz komisch. Ich war doch schon drauf. Ich war drauf, ich war drauf auf Ecstasy. Ja, erstmal voll die Witze von Ali klauen.
Nein, Luigi! Wow, ich kann jetzt den... Ich kann jetzt den ganzen Scheiß nochmal machen. Ja. Einfach, weil ich so ein Held bin. Ich weiß nicht, wieso das 4 Sterne hat, das ja... Jetzt stellt euch das Level noch mit Zeitlimit. Alter. Hat nicht gereicht. Bin wieder unten. Ich hätte, verdammt, ich hätte auf die andere Seite müssen, aber vielleicht kriege ich das noch irgendwie hin. Der Luigi, wie er da schon guckt, ist so richtig bereit zum Sprung. Nein, nicht schon wieder, nein, Luigi, lande irgendwo. My boy. Ich hab die erste 10 Minuten. Endlich. Zack. Okay, was Zack. Oh Gott, nein. Oh Gott, rette dich, Luigi. Okay, ich muss zugeben, das Level ist schon irgendwo geil. Nein, nicht runter. Okay, der Game hat so hoch. Ach Gott, jetzt drehen sich hier die Platten auch noch. Alter Schwede. Und das dreht sich in die andere Richtung. Was ist das denn für eine Kacke hier? Oh Gott. Ich merke schon, warum das so ein anspruchsvolles Level ist. Oh Gott. Ja. Alter, ich öffne uns immer nur die ganze Zeit. Oh Gott. Oh, wenn das auf Zeit gewesen wäre, ich hätte mich umbringen müssen. Oh, ich habe alle drei Münzen. Alle drei Zehnermünzen. Hab ich auch. Oh, jeez. Zahnstange. Ich hätte dich noch mal machen wollen. Sind wirklich bis zum Gedingo wird. Nein. Alter. Okay, die Samen, die haben aber eine schöne Farbe, so türkismäßig. Ich bin wieder ganz unten. Och nö, oder? Also fast ganz unten, 95%. Dieses Abzeichen hast du gemeistert. Möchtest du es verwenden? Ja, unbedingt. Das wird uns bei den Eisleveln bestimmt noch irgendwie helfen. Ich vermute es. So, Rhodey, der hat noch ein bisschen zu kämpfen hier. Nein, zweite Münze. So. Ich will das Level definitiv nicht nochmal rein. Okay, ich würde sagen, während Rhodey hier noch mit dem Level zu kämpfen hat, werden wir an der Stelle schneiden und in der Zeit gehe ich mir noch was zu trinken holen, weil ich habe nichts hier und mein Hals ist ein bisschen trocken. Also bis gleich. So Leute, da sind wir wieder. Die Jungs und Mädels sind hier wieder ordentlich am Heulen, das merkt man schon. Rhodey, der hat sich dazu entschieden gehabt, das Level abzubrechen, weil er anscheinend ein paar Schwierigkeiten hatte und sich das sonst noch weiterziehen würde. Dann kann er dann offscreen nochmal probieren. Gut, ich würde sagen, wir machen dann hier mal das erste Level hier, Rutschpartie im Platzdartal. Ich finde den Namen immer noch gut. Okay, let's go. Eine Stufe niedriger als der vorherige. Wird ein bisschen einfacher sein. Hoffentlich. Ich hoffe, dass uns das Abzeichen wenigstens helfen wird. Ach du meine Güte, was sind das für ein Gegner? Welches Abzeichen? Uff, und rutschige Böden, das auch. Wait, ich will mal was gucken. Ist da ein Secret? Stimmt. Wo ich jetzt gehe. Okay, dort war irgendwas, aber keine Ahnung, was es war. Münzen. Lila Münzen waren da. Aber ich muss sagen, holy shit, das sieht wunderschön aus, dieses Level. Ich bin ja allgemein so ein Fan von Schnee- und Winterwelten. Leider kriegt man bei uns den Schnee fast gar nicht mehr zu sehen. Ja, ich glaube, die Kids heutzutage wissen noch nicht mal, was Schnee ist. Vielleicht wissen sie schon, nur in anderem Zusammenhang. Ah, okay, mit Stampfattacke kann man diese Eisblöcke zerstören, alles klar. Ah, Alter, was schieben die da für einen fetten Eisblock mit sich rum? Da ist doch bestimmt irgendwie ein Secret oder so. Ja, ich sehe etwas. Oh, wie fies. Okay, that's interesting. Ich habe die erste 10er-Münze gefunden. Ja, ebenso. Da ist ein Koopa. Brauche ich den Koopa? Of
Komm mal mit, Freundchen. Hier. Ah, hier. Ich bin ja, so. Ja. Nice. Nein, nein, ich... Alles okay, Rhodey? Ich versuch schon die ganze Zeit diesen... Wow, ich hab nicht mitgekriegt, dass der Cooper dabei war, sich wieder zu befreien. Scheiße. Der Eisblock hat die Zähne in den Abgrund geschmissen. Oh, nö, oder? Das ist scheiße. Das tut weh. Das ist richtig scheiße. Bist du drauf? Okay, warte, Rhodey? Rhodey ist draufgegangen? Komm zu mir, Rhodey! Alter. Ich wollte absichtlich restarten, um die Münze zu resetten. Ach so, okay. Ich bin da hoch. Wow! Nein! Wow! Komm ich da irgendwie hoch? Ja, so wahrscheinlich. Oh yeah, weitere Münzen! Scheiße, ich bin von einem Eisblock platt gemacht worden! Aber wie kommt mit nur darüber? Das ist die große Frage. Ey, muss ich jetzt echt den ganzen Scheiß nochmal machen? Ich hoffe, ich habe die 10er-Münze noch. Oder muss ich die jetzt auch nochmal neu machen? Vermutlich nochmal neu. Ich hoffe nicht. Wahrscheinlich ja. Oder? Nee, die ist gespeichert. Die ist gespeichert. Da kommt von oben in die Gruppe rein. Sorry. So, jetzt aber hier weiter. Eine gelbe Röhre! Was ist in der gelben Röhre? Ach du Kacke! Ach du Kacke! Ach du Kacke! Ist klar. Okay, ich merke schon, ich hab dieses Secret anscheinend vollkommen versaut. Oder kann ich das noch retten? Kann ich das vielleicht mit einem gezielten Sprung noch irgendwie retten? Nö, wahrscheinlich nicht. Voll verkackt. Nee, also das habe ich verkackt. Was denn? Ja, diesen Secret-Raum hier, da musste ich irgendwie mit Eisblöcken arbeiten und ja. Wie komme ich jetzt an diese lila Münze? Das frage ich mich die ganze Zeit auch. So, ich habe jetzt die erste 10er-Münze. Ah ja, ich habe die Münze. Ah, ich glaube, Andy hat's gefunden. Er ist jetzt da reingekommen. No, einfach rausgehen und in den Tod stürzen. Okay. Bitte was? Geronimo! Oh, ach so, okay. Whee! Der Secret-Raum war quasi dafür da, um zu sehen, okay, man kann sich hier in diesen Abgrund runterstürzen. Mhm. Fieses Versteck, Nintendo, fieses Versteck. Hey, da ist nichts mehr. Aber ich glaube, viele haben wir jetzt hier nicht verpasst. Ah, willkommen im Club. Ist mir auch schon passiert. Okay. Das hätte ich vielleicht noch mitnehmen sollen. Oh! Boah, ich hab die dritte Münze. Wow, weich. Hallo? Wow. Verkackt. Okay, wie komme ich da jetzt hoch? Okay, da musste ich jetzt hier meine Power opfern, aber egal. Give it to me. Wie komme ich zu der Zähnemünze? Welche? Die letzte. Die letzte? Du musst rausgehen, dich rechts in den Abgrund stürzen. Nein. Ach so, die Münze. Also die. Ah. Drogentrieb. Ah, Drogenmodus. Let's go.
Ich will dazu immer Drogenmodus sagen, ich finde das herrlich. Oh Gott, was kommt jetzt? Oh mein Gott! Der Boden lebt! Der Boden muss ich köcheln. He's alive! Das ist aber irgendwo ein simpler, aber ein cooler Effekt. Ich glaube, das können wir jetzt gerade das von ansprechen, was wir letztens ansprechen wollen, wegen, du weißt schon was. Oh, das Block! Das Block! Ich will den Block! Ah, na toll, da war nur eine Münze drin. Der Schneemann lebt. Was zur Hölle? Lol, die Flagge steckt einfach im Boden. Ja. Wie geil. Oh, ich sehe schon. Ich muss jetzt hier Treppen bauen. Okay. Okay, das ist ein Secret Exit. Ah! Scheiße, ich glaube, ich habe die Spitze nicht erwischt. Ich habe jetzt zumindest die Zähne erwischt. Ah, okay. Das war jetzt der Secret Exit. Jetzt müssen wir das Level quasi nochmal machen, nur ohne den Drogenmodus zu aktivieren. Ja, damit der erste Exit nicht gelöscht wird. Ja. Sollen wir das gleich nochmal angehen? Ja. Dann hätten wir das Level, nehme ich mal an, schon mal zu 100%. Hm. Machen wir das gleich. Speedrunnen. Ja, im Speedrun-Modus, ja, das machen wir jetzt im Speedrun. Oder im Birdman-Modus. Whee! Ich mache jetzt einen auf Rüdiger. Ich mache jetzt hier Speedrun. Okay, der Typ mit seinem Eisblock, der geht mir gerade dezent auf den Sack. Du schaffst das. Ich kacke gerade brutal ab. Halt. So. So, da war der Drogenmodus, den wollen wir nicht aktivieren. Oh, ich bin ein Idiot. Oh, ich will nicht zu weit springen. Und give it to me. Sehr schön. Dann ja. Habe ich jetzt alle drei Wundersamen aus diesem Level. Schön, wenn man sich den Weg zur Goldfahne verbaut. Ein wundersamer Sieg. Ein... Okay. Oh, der tat so weh. Der tat so weh. Spitze hoch. Wenn ich jetzt nicht den anderen Exit nehme. Okay. Muss ich mir da merken. Ich warte da mal hier auf euch. Oder ich nutze die Zeit und spreche einfach mal mit diesem Bewohner da. Grrr. Warum grrrst du so? Grrr, ist das frustrierend? Das hat dieser Unruhestifter angerichtet und dabei wollte ich doch noch etwas höher klettern. Ich wollte so gerne bis ganz nach oben. Und jetzt... Pah! Kann da nicht mal jemand etwas unternehmen? Wir sind ja schon dabei. Okay, da ist der Andy, da ist der Chaos, der Rody fehlt noch. Bin aktuell noch im Level und mach mich auf den Weg zum normalen Ausgang. Na, das geht ja schnell. Dann würde ich sagen, wenn der Rody wieder da ist, machen wir hier Verschnaufpause, Platzstarschütze.